Die Damen und die Herren an alle Freunde vom FCD Verding 03, willkommen. Heute für uns zu fangen, wollte ich euch mitteilen, dass die Verding 03 TV-Emission alle zwei Wochen überdrohen geht. Heute weisen wir ein paar kleine Reportagen für und den zwei BGL-Matcher, den ich gegen Tesla und den anderen gegen den F91. Und dann plus wir uns mit dem Coach von den Damen enthalten. Ein großen Tag für uns Bambini und Pupillen. In Präsenz von ihrer Familie haben sie ein Mini-Turnier gespielt an das für ein BGL-Match Deverding gegen Tespa und haben auch Spalier gestern, wie die zwei Equipen auf den Terrain kommen. Spielen!
Problema se spide in parte, che è sua. Ein, zwei, wie üblich als seit Publicität mit der BIMO von Aschwölzisch. Bilder, wo den FCD für den hier sponsern, ob eine kleine Lounge invitiert hat, an Date für ein Match gegen Tespa. Mehr kleine Bilder mit dem Coach von den Damen, den Serge Bix, gezogen. Serge Bix, noch 4 Matcher an der Ligue 1, 1 Match gewonnen, an der 3 verloren, da stehen noch nicht viele Punkte im Konto. Punktekonto, das ist immer so eine Relation, so eine Sache bei den Damen. Da hängt immer davon ab, wen geht, wen ihr spielt.
Ich meine, wir hatten ein extrem schweres Startprogramm, wo wir direkt bei den nächsten Matchen gegen den Mat-Obsteiger gespielt haben, wo wir uns auch proper gemäht haben. Wir haben die 3 Punkte Mat geholt, haben 6 Goal geschossen, direkten Vergleich, da haben wir dominiert. Danach sind dann die 3 Kaliber gekommen, wo wir Bescheid wussten, wie sie spielen, der Rhythmus, der da immer höher ist. Ja, das war dann Mama, Peterburg, Racing, das sind 3 Equipen, die von 4 Saison mit dem Champion Mat spielen. Ich meine, du warst, wie gesagt, überrascht war ich noch nicht. Da hätte ich einen Punkt matulen. Dann geht Mama, haben wir nicht so schlecht gespielt. Aber du hast auf dem Niveau, du hast der geringste Fehler, die geht direkt Cash bezahlt. Das, wie ich halt so das, wie wenn ich noch ein Karussell habe. Die Division, wo wir los sind, du drehst Karussell mit sehr und da sind da verschiedene, die vom Pferd fallen. Was für ein Bilanz sieht der Coach hier aus? Bilder zeigen, im Fußball oder geht immer nur die Punkte geguckt. Da haben wir 3 von 12 Punkten. Ich meine, die Bilder also nicht so gut, weil da war die Integration oder so von den Kibbers, das ist gut. Ja, das haben wir, wie gesagt, wenn ich die Punkte wechselt, Präsenz im Training, apart vom ersten Monat, die sind auch gut. Ja. Und im September haben wir richtig gute Präsenz. Wir haben pro Training haben wir immer weit über 20 Spielerinnen, was gut ist. Ja, sie sind integriert mittlerweile. Und das ist eben bei den Damen, das braucht ein bisschen. Bis die sich integriert tun, verschiedene, die für normale ausländische Spielerinnen, die sind recht am Mitte August in ihr recht beikommen. Ja, die anderen, die sicher vom Juni und Juli aus uns zusammen, das braucht ein bisschen. Bis die Chemie da, bis ein einander kennenlernt, mental, so gut wie auch sportlich und Terrain, das braucht ein bisschen. Den Trainingsprogramm, wie hast du den aufgestellt? Also wir trainieren am normalen 3-mal die Woche, wo wir Montags, Mittwochs und Donnerstags trainieren. Montags ist hauptsächlich Swan, Kine, Rekuperation im Programm. Wobei aber mittlerweile haben wir integriert, dass wir Montags, die wir nicht gespielt haben, die schaffen etwas. Und da haben wir den Moritz und den Miguel, die spielen machen Montags ein spezifisches Training mit denen, die ein bisschen Rückstand machen. Mittwochs ist dann, wo wir teilweise einen Pick machen, wo der Niveau ein bisschen, also der Rhythmus ein bisschen höher ist. Und Donnerstags ist Automatismen, Präparation auf den Match für Samstags. Wenn das dann am Umgang mit den Mädchen am wichtigsten? Ganz klar, in den Enkeljahren, die Damen-Equipe trainiert wird, also gut am Basket, Handball, am Fußball, das schwarz auf weiß. Ja, das tut gut nicht, man nicht zu dienen, ob das die physischen Komponenten sind oder vor allem die mentalen Komponenten. Mit Mädchen muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich dafür gehen. Pädagogisch sind die viel schwerer zu handhaben, die bilden direkt Gruppen. Oft gehen sie den einfachen Wesischen. Und wie gesagt, das ist nicht immer so einfach, für mit Mädchen zu arbeiten. Die Leute, die wollen, die Mädchen, die wollen, das sind die auf dem Karussell oder auf den Pferden sitzen bleiben, die nicht rauffallen, das sind auch die werden nicht so riechen. Oft ist es doch von einem so einer Verlust, wie bei uns hauptsächlich, dass die ein Championat fängt oder die Rekrutamente machen. Bei den Damen ist es oft, dass die Karte am Sack hilft. Das ist, wir sind nicht richtig, was könnt ihr da raus? Individuell oder mit der Equipe? Stimmt Chemie, passen sie zusammen, akzeptieren sie sich, akzeptieren sie Trainer, akzeptieren sie die alle Spielerinnen oder nicht? Das ist immer so ein Ding. Ich meine, im Moment sind wir auf einem guten Weg. Wo sieht der Coach die Stärkten und Schwächten von seiner Equipe? Stärkt aus Breit vom Kader. Ja, wir können hier ohne Problem 1-2 teilweise. Nur an der Qualität, wir an der Masse können wir 1-2 ersetzen. Wenn wir wie letzte Woche haben wir 4-5 platziert. Da sind Equipen, wie regelmäßig an den Medien gesagt, die machen da 5 weh. Also wir können hier, auch wenn wir 4-5 platziert haben, können wir die 1-2 ersetzen. Da kriegen wir noch Druck oder Pression ein bisschen um Training. Das heißt, die Präsenz sind wir da. Und müssen sich oder sollen sich schon Druck geben, für Samstag an den Kader zu kommen. Vom taktischen oder so, Schwächen haben wir ganz klar an der Verteidigung. Da muss man mehr stabil gehen, en groupe. Aber das will nicht, die Fast, die geht nicht hin und die geht vor. Die ganze Equipe muss gegen den Ball schaffen. Das ist ein bisschen schwächt, wenn ich nur gucke, wir haben 3 Matches, haben wir 15 Goal geschossen, das sind da zu viel. Das sind da Minimum, auch gegen Großgegner sind da 2 pro Match zu viel. An Stärkten gebe ich so, dass das als Offensiv, wo wir haben, an Mittelfeld. Nur so ein Defekt, wie müssen die Mädchen durch aufgebaut gehen? Ja, das
an all Sportart, bei all Dingen, als wenn es eine Genickschlag ist, du kriegst ein, so mal, hey, ich die Fett, wo du noch relativ als 5-2, bei 5-0 sind einfach immer 5 Kohler, die musst du schon dann aufbauen. Das heißt, zum Holz, was wir haben drei Mal die Genickschlag kriegt von 5 Kohler. Da muss ich aber ganz klar sagen, die Moral von den Mädchen, die ist super. Wenn ich nur gucke, dann, als Beispiel, wo man geht, Mama, die 5-2 geschossen haben, da lebt ein Kapitänin von uns, Marisa, lebt an der Goal, an der 80. Minute, das geht der Ball sich und dann setzt das nochmal auf den Punkt. Die letzte Match, wo man geht, der Rassling gespielt und idem. Du hast da trainiert, das eng von unseren jungen Spielerinnen aus, das geht beim 5-0, geht das nach dem Ball an der Goal sich schon auf Vitesse und das setzt nochmal auf den Punkt. Ich meine, du hast verschiedene andere Kippen, die moralisch dann umfallen und einfach den Kopf hängen lassen. Das tun alles Mädchen dann nie gemacht und dafür, das ist auch du Chapeau für die Mädchen ein bisschen. Wann erwartet sich der Coach von seiner Equipe an der Liga gehend? Die Zielsetzung ist immer, die bleibt selber. Das ist einfach der Moment, ja, dass wir so sehr wie möglich gesichert Mittelfeld können erreichen, dass wir da können gemütlich für die Zukunft besser planen, für nächste Saison planen. Schmengen, lo haben wir 6 Punkte. Muss man gucken, die nächsten 2 Wochen, da kriegen wir lo mehr etwas Böllisch und dann dickerisch. Da ist auch etwas dran. Und dann muss ich gucken, bis zur Winterpause, dass wir da noch ein paar Pünktchen heimholen, dass wir vierunter wegkommen, dass wir da aber stabil stehen am Mittelfeld. Und schmengen mit der Equipe, die wir haben, und mit dem Encadrement, wo alles rundherum ist, schmengen, dass wir das Ziel da erreichen. Und dann ist noch eine Sache, wo auch ein bisschen Tradition ist hier im Verein, das ist auf die Kuppe zu setzen. Ich meine, da sind wir noch an der Achtelfinale, wo wir den 3. Dezember gehen, mehr zu spielen. Da müssen wir auch weiterkommen und dann gucken wir, wie die Rekord, wie die verläuft. Serge, du gehst aber schon ein gewisses Publikum, die den Damenfußball verfolgen. Wann muss ein noch passieren, dass ihm Erwer nach mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird? Ich meine, da sind wir an unserem Verein, gebe ich so sagen, sind wir da ziemlich gut aufgestellt. Wir sind unerkannt, Damen sind, wie gesagt, sie gehen unerkannt, sie gehen respektiert, wenn ihr noch an der Woche durch die Westia geht. Da gesagt ihnen, dass wir genauso behandelt gehen wie ein echter Kipp, was nicht an allen Vereinen so ist. Ich meine, das ist die Unerkennung als wichtigste Respekt. Und das geht auch hier, wo wir dürfen, um die Menschen zu viel Menschen Terrain zu spielen. Das ist eine große Unerkennung. Und die Unerkennung, die geht auch nur bei außen. Das heißt, am Fongoloch, da muss der Fußball, der Damenfußball, muss unerkannt gehen, hauptsächlich. Ich meine, Lorelo mit den Wahlen, André Gimelo von der WLF, der Philipps Pohl, der natürlich gesagt hat, sie wollen mehr den Damenfußball fördern. Das ist am großen Land. Das muss mehr unerkannt an respektiert gehen. Der Carlo Miller hat sich mit Aude Frison, eine Spielerin vom FCD, verdient. Wie Annabelle Orlo schon gesagt hat, du spielst 2 Jahre heute zu dem Verding, du warst mit abgestiegen. Wie siehst du den Unterschied zwischen der Liga 1 und der Liga 2? Also der Unterschied zwischen der 1. Liga und der 2. Liga ist deutlich zu spüren. Ich meine, letztes Jahr konnte man sich zum Beispiel Fehlpassen oder Fehler im Allgemeinen erlauben, ohne unbedingt Konter müssen hier rumzulaufen und wodurch auch ein Goal entsteht. Ich meine, dieses Jahr haben wir selber gemerkt, sobald wir einen kleinen Fehler machen, kann es schnell dazu kommen und auch durch ein Goal entstehen. Also für einen jungen Spieler wie ich, zum Beispiel, wo ich seit 2 Jahren auch Fußball spiele, ist das natürlich besser, so wie Kanadraum können an einer 1. Liga mitzumachen. Ich meine, das Niveau ist auch deutlich höher. Wir spielen hier gegen die Besten vom Land. Und du hast auch nicht mehr Vierteile natürlich, weil ich du schnell lehren kann. Ich meine, nur innerhalb von den letzten Matchen habe ich schon ganz viel gelehrt. Und das ist auch ganz nützlich, für dich weiterzukommen. Die Entwicklung am Fußball, wie geht sie dir beschreiben? Meiner Meinung nach ist sie nie perfekt. Also muss ich immer weiter und alles schaffen, für du auch können, dann immer unsere besten Reise zu machen. Ich will etwas so, vielleicht besser mit dem Ball einzugehen, also mir sicher mit dem Ball zu sein, mit dem Fuß. Aber auch allgemein zum Beispiel mein Vertrauen an mich zu tun und auch dann das auch auf den Terrain zu beweisen. Und für die Zukunft, hast du dir schon Gedanken gemacht? Also schon zu dem Verding habe ich angefangen, also will ich auch am nächsten Jahr weitermachen. Natürlich würde ich auch gerne zum Beispiel in die Nationalequipe kommen. Da muss ich noch viel arbeiten, mit für ein Ziel von mir, ja, natürlich.
Ganzen Trainerstaff vom FCD für den 03 also so aufgestellt, für die Mädchen weiterzubringen und noch plus als selber nach Geduld gefragt. So, wir sind im Moment von unserer Emission angekommen. Gehen wir schon Rendezvous an zwei Wochen, an den 1. November. Bis dann halte ich alle gesund am Montag. Adi, bis dann.